Bei Ihnen bleibt der Kinderwunsch aus. Es kommt nicht zu einer Schwangerschaft. Ich werde Ihnen einige Dinge zur künstlichen Befruchtung aus Sicht des Mannes erzählen, wie Sie dort auch sich mit einbringen können. Hallo, Dr. Oliver Graller aus Köln, Urologie am Ring. Ich werde Ihnen heute einige Sachen erzählen zu künstlicher Befruchtung bei Ausbleiben eines Kinderwunsches, die auch aus der Sicht des Mannes interessant sind. Und wenn es um das Thema Schwangerschaft geht, gibt es eine grobe statistische Richtlinie, an die man sich halten kann. Nach 12 Monaten haben ungematchte Paare, wo also grundsätzlich alles okay ist, die Wahrscheinlichkeit für 90% auf eine Schwangerschaft. Zu 95% steigt diese Wahrscheinlichkeit an nach 24 Monaten. Das heißt also, bis zu 2 Jahre kann es im Normalfall dauern, bis eine Schwangerschaft eintritt. Sollte das nach der Zeit nicht passiert sein und sollte aus männlicher Sicht erstmal kein Problem bestehen, was man im Spermiogramm messen kann, gibt es verschiedene Möglichkeiten einer künstlichen Befruchtung. Die erste Möglichkeit der künstlichen Befruchtung und die einfachste Möglichkeit ist eine Insemination. Das heißt, man nimmt aufbereitetes Spermienmaterial vom Mann und spritzt es zum Eisprung in die Gebärmutter oder in den Eileiter der Frau, damit es dort zu einer natürlichen Konzeption innerhalb der Gebärmutter kommt. Die zweite Möglichkeit oder die eine Stufe weiter nach der Insemination wäre die IVF, In-vitro-Fertilisation. Dazu muss von der Frau müssen Eizellen gesammelt werden. Das läuft über eine vorherige Hormontherapie. Und wenn diese Eizellen gesammelt sind, da kann man bei der IVF, dazu braucht der Mann ein gutes Spermiogramm, kann eine Eizelle in eine Petrischale gelegt werden und man tut einen Schwung Spermien dazu, ein paar Millionen oder zig Millionen Spermien. Und dazu kann es zu einer natürlichen Befruchtung außerhalb des Körpers kommen. Und die befruchtete Eizelle kann hinterher der Frau in die Gebärmutter eingepflanzt werden. Das ist eine sogenannte IVF. Die dritte Möglichkeit ist die sogenannte ICSI, interzytoplasmatische Spermieninjektion. Klingt schwierig, ist auch schwierig. Da nimmt man eine Eizelle der Frau und ein Spermium des Mannes. Das heißt, der Mann muss bei dieser künstlichen Befruchtung kein Tip-Top-Mörder-Spermiogramm haben, sondern es reicht letztendlich ein funktionierendes Spermium aus. Und dann nimmt man eine Eizelle, ein Spermium, schießt das Spermium in die Eizelle unter dem Mikroskop, lässt es befruchten und kann dann diese befruchtete Eizelle der Frau wieder einsetzen. Das ist eine künstliche Befruchtung außerhalb des Körpers, was dann letztendlich wieder in die Gebärmutter der Frau eingepflanzt wird. Wenn die Spermien beim Mann oder die Spermienbildung so schlecht ist, dass im Ejakulat nur noch ganz wenig Material von schlechter Qualität oder vielleicht auch gar keine Spermien rauskommen, gibt es die Möglichkeit einer TESE, TESE. Das ist die testikuläre Spermienextraktion, eine kleine Biopsie in lokaler Narkose, um direkt aus dem Hoden Gewebe rauszunehmen. Aus dem Hodengewebe unter dem Mikroskop werden dann Spermien rausgesucht, die dort vielleicht wachsen. Und diese Spermien können aufbereitet im Rahmen einer ICSI in die Eizelle implantiert werden. Ein Schritt weiter, und dadurch hat man eine deutlich höhere Möglichkeit, Spermien zu finden bei einer sonst schlechten Spermienbildung beim Mann, ist die sogenannte Mikrothese. Dabei wird im Rahmen der Operation, also der Patient liegt auf dem OP-Tisch in einer Lokalnarkose, der Hoden wird eröffnet und wir gucken während der Operation mit einem OP-Mikroskop in den Hoden hinein und können dort unter dem Mikroskop in 15-facher Vergrößerung kleinste Stellen auffinden, wo die Spermienbildung wahrscheinlicher ist. Und wenn wir dort gezielt Biopsien machen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man Spermien findet, um bis zu 30% höher, auch wenn sie im Ejakulat keine Spermien nachgewiesen haben. Insofern ist das eine sehr gute Option, um auch bei
naja, fast aussichtslosen Fällen doch noch die Möglichkeit einer künstlichen Befruchtung zu haben. Ich hoffe, ich konnte Ihnen einiges mitteilen zum Thema künstliche Befruchtung und was aus männlicher Sicht noch getan werden kann, um die Wahrscheinlichkeit für eine Schwangerschaft zu erhöhen. Abonnieren Sie gerne so unseren den Kanal. Wir haben immer wieder Themen aus dem andrologischen und urologischen Bereich für Sie. Würde mich freuen. Alles Gute für Sie. Tschüss.